Hallo, liebe Zuschauer, wir öffnen ein weiteres Adventskalendertürchen 2017 auf dem Commodore Amiga mit Stunt Car Racer. Auch so eins dieser Spiele, welches ich damals, ich will nicht sagen gesuchtet habe, sondern welches mich eher frustriert hat, weil als Kind war es mir irgendwie zu schwierig. Na, wie soll es dann heute wohl laufen? Gucken wir einfach mal. Und starten rein. Achso, hier gibt es die verschiedensten Divisionen und wir fangen ganz unten, Division Nummer 4 an. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert. Aber schauen wir uns das mal an. Machen wir erstmal Practice oder fahren wir direkt Start Racing Season? Komm, machen wir direkt mal Start Racing Season. Jumpin' Jack versus MSS. The Little Ramp. Okay, das ist der Track. Den können wir auch rotieren und so rotierend anschauen. Ja, damals technische Besonderheit. Ja, okay. Kleine Rampe da in der Mitte, müssen wir mal gucken. Wenn man runterfällt, wird man wieder von diesen lustigen Kränen an der Seite raufgesetzt. Verliert aber natürlich immens viel Zeit, logisch. Weiß gar nicht mehr, ob wir jetzt gegeneinander fahren oder ob wir irgendwie auf Zeit fahren. Ja, das ist schon verdammt lange her. Ja, dann die Runde! Ah, da kommt er auch direkt. Man kann den Turbo drücken. Da seht ihr an den Flammen, die hochschießen. Jack. Ja, gib Gummi. Von da oben hochkommen. Ja. Hui. Sehr schön. Da passiert das natürlich nicht. Ist kein Problem. Wir dürfen bloß nicht runterfallen. Ich glaube, ganz unten links sehen wir dann auch die Entfernung zum Gegner. Das war nicht gut. Oh nein. Jetzt verlieren wir natürlich Zeit. Werden wir uns sicherlich einholen. Ja. Aber er selbst schafft es rüber. Das ist nicht gut. Und wir fangen natürlich an einer verdammt blöden Stelle an. Jetzt mal rückwärts fahren. Ja, ich glaube, das Rennen haben wir verloren, oder? So, komm. Und gib Gummi. Vorwärts und Gummi. Wo bist der mal anfährt hier? Wahnsinn. Okay. Wir haben Schaden genommen, das sehen wir auch ganz oben am Bildschirmrand. Genau, das ist das Schadensmeter, welches sich von links nach rechts füllt. Okay, vielleicht holen wir doch noch einen. Diese Steilkurven, die sind tückisch. Da muss man ein bisschen nach links steuern, aber nicht zu früh. Aber auch nicht zu spät, weil sonst fliegen wir nämlich wieder daneben, so wie wir es gerade gesehen haben. Jetzt wieder nach links steuern und das war wieder zu spät. Oder zu früh, ich weiß nicht genau. Ja, ihr seht schon, sicherlich ein herausforderndes Spiel. Und damals wie heute, es kommt schon wieder dieser Frust hoch. Und das ist vierte Liga, ne, hier, die wir gerade spielen. Gegen Little Jack, der uns wahrscheinlich gleich überrunden wird. Und ich habe keine Ahnung. Ich kenne niemanden und ich glaube, das geht auch gar nicht. Es hat nie jemand geschafft, da irgendwie mal in die erste Liga aufzusteigen. Nein, ich bezweifle das. Ich glaube das nicht. So, in die Kurve rein. Das ist okay. Mal links steuern, Gas geben, Schaden nehmen, runterfallen. Wahnsinn. Vielleicht, ich lasse es noch gelten, vielleicht als Anmerkung, mein Standard drückt doch nicht immer auf Turbo. Probieren wir das jetzt mal aus. Ist jetzt eh egal. Ist Little Jack-Dingsbums schon im Ziel? Oder haben wir gerade Vorsprung? Sieht auch komisch aus, ne? Minus war doch Vorsprung, meine ich. Aber man muss hier Turbo drücken, sonst hast du keine Chance, auf Geschwindigkeit zu kommen. Der beschleunigt wie ein LKW. Kein Turbo, okay. So, und jetzt aber Gummi geben. Oh, wir haben kein Turbo mehr. Wurde das irgendwo angezeigt, dass man nur begrenzt Turbo hat? Oh, dann kann ich wenigstens keinen Schabernack treiben mit dem Turbo. Race lost. Ja, gut, so viel zum Thema, dass wir Vorsprung hatten. Ja, da wir jetzt noch zu Ende fahren, wird mir das gegönnt? Nein, das wird mir nicht gegönnt. Press Fire. Ja, oh, da Little Jack, da links im Bild schon gar nicht mehr zu sehen. Kriegt die Schicks, die da stehen im roten Bikini. Warum kommt man nur im Bikini bekleidet zur Rennstrecke? Ich verstehe es nicht ganz. Und wir sitzen da rechts auf unserem, ja, Stunt Race Drive Dingsbums. Toll.
Das gilt wahrscheinlich auch nur für menschliche Spieler. So, was haben wir denn hier bekommen? Irgendwas? Race 3 of 6. Wir haben gerade erst einen Race gefahren. Ach, der hat schon drei gefahren. Der hat drei gefahren, drei gewonnen, hat 9 Punkte. Der ist also einmal gegen uns gefahren und zweimal gegen Roadhog. Das heißt, der ist durch in der Liga. Vielleicht steigt ja auch der zweite auf. Jetzt fahren wir schon wieder gegen Little Jack. Ich habe das jetzt gerade richtig gesehen. Auf der Humpback. Na, das schauen wir uns auch nochmal kurz an. Ist ja ein Ding. Also, ihr seht hier schon, das ist sicherlich auch, was den Reiz so ein bisschen ausmacht, dieses ja, Ligensystem. Ja, jetzt setzen wir uns natürlich noch ein bisschen nach rechts. Jetzt geht's los. Wir haben wieder den Start verpasst. Was ist denn hier los? Weg mit dir. Kann ich dich da runterboxen? Kurve. Kurve zu Ende und wieder runter. Mann, da sehen wir die Ausfahrt verpasse. Beziehungsweise den richtigen Moment, um gerade zu steuern. Naja, Stunt Car Racer, liebe Zuschauer, kennen sicherlich auch der ein oder andere von euch. Wenn ich euch jetzt nicht ganz vertue, dann. Es gab doch auch eine richtig gute C64-Version davon, oder? Ich meine ja. Na, muss ich mir demnächst nochmal angucken. Das war es auf jeden Fall von heute vom Adventskalender 2017. Das war das heutige Türchen. Morgen öffnen wir natürlich das nächste Türchen. Und das hier ist Stunt Car Racer. Kriege ich jetzt die Ausfahrt? Ja, jetzt klappt's. Wie gesagt, man muss nur im richtigen Moment dann gegen die Kurve lenken. Dann fliegt man auch nicht raus. Ja, nur. Nur. Man muss nur im richtigen Moment dagegen lenken. Probieren wir das hier an der Stelle nochmal. Jetzt legen. Ja, fast. Fast. Ja, aber kann man schon fast gelten lassen. Gut, bedanke mich fürs Zusehen. Oh, Gottes Willen. Das knirscht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.